Kamera läuft. Wir bauen heute ein Schlüsselbrett und ich bin heute nicht in gewohnter Umgebung. Ich bin zu Besuch bei Alex. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Möchtest du dich kurz ein bisschen vorstellen? Genau, ich habe auch einen Bastel-Werkel-YouTube-Kanal hier auf YouTube natürlich. Und ich mache allgemein, was weiß ich, Pflanzen, Möbel, einfache DIYs. Ja. Alex macht sehr coole Interior-DIYs auch, kann man sagen. Also so diese Holzknöpfe, die man so als Wandhaken verwenden kann, zum Beispiel, hat er nachgebaut. Und ich fand es auch echt cool, wie einfach du das umgesetzt hast. Also ich habe mich immer gefragt, wie macht man das? Ach, ist zu kompliziert. Und du hast eine ziemlich einfache Lösung gefunden. Also ziemlich danke. Cool. Das ist sehr nett. Also guck da unbedingt mal vorbei, da sind einige schöne Sachen dabei. Genau, wir haben gedacht, wir nutzen das heute, dass wir eine kleine Werkstatt zur Verfügung haben und bauen ein bisschen was. Und zwar brauchen wir ein Schlüsselbrett und haben wir uns gedacht, wir bauen was Customizedes für uns, also so ein bisschen. Genau, wir hatten erst vor, einen Packboard zu bauen, so als genau. Schlüsselbrett, aber haben es jetzt so ein bisschen abgewandelt und die Pläne verworfen und machen jetzt was Cooleres, finde ich. Wir haben so zwei Holzbretter und gedacht, wir nutzen gleich eins als Grundlage. Genau, die habe ich noch übrig gehabt, ist ganz normales Fichtenholz aus dem Baumarkt, also das günstigste. Ich bin Schwabe, deshalb die Leute machen sich immer lustig über mich, dass ich immer die günstigsten Materialien einkaufe. Aber nee, aber für sowas ist das doch vollkommen ausreichend, ja. Wunderbar. Das hat jetzt noch so ein schönes Astloch drin. Das kann man natürlich auch, nee, das hier ist auch schön. Also eigentlich könnte man das ganz gut als Grundlage verwenden. Und dann braucht man natürlich eine kleine Ablage. Die Sonnenbrillen haben natürlich auch eine gewisse Größe. Also wenn wir die irgendwo dranhängen, brauchen wir ein bisschen Platz. Genau, haben wir eine Brille hier? Nee, gell? Aber die Schutzbrille ist so von der Größe her gleich, ne? Also, naja, im Endeffekt ist es ja auch genauso. Einmal die Augengröße. Also brauchen wir ja zumindest die Höhe. Ach, guck mal hier. Die passt doch besser. Nee, aber dass wir hier da so ein bisschen, also eigentlich dann relativ weit oben irgendwie unser Gummiband befestigen. Dann Schlüssel hier unten. Ja, ich glaube, wir können es ein bisschen abnehmen, die Länge, oder? Dass wir so ein bisschen Abstand lassen unten. Genau, aber ich glaube, das Brett ist fast zu lang, oder? Würdest du es kürzer machen? Du nicht? Ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass es eben nicht quadratisch ist. Okay, dann lassen wir es so. Ja, perfekt. Mit so einer langen Eingangswand, genau. Dann nutzen wir dieses Brett jetzt, um den Vorsprung zu machen, oder? Würde ich sagen. Also das ist unsere Platte nach hinten. Das heißt, genau. Wir brauchen jetzt eine, die unten nach vorne steht. 10 cm. Zum Glück sind die ja schon gleich breit. Da müssen wir nur so ein Stückchen hier zuschneiden. Ja. Ansonsten, wie lange, dass wir das mal sagen können, 40 auf 32 cm ist die Platte groß. Okay. Gut. Dann machen wir 10 cm. Wie machen wir es fest? Schrauben wir von hinten einfach von rein. Von hinten durch. Das finde ich immer das. Ja, genau. Das ist voll geil, dass man die Schrauben. Weil ich hasse es, Schrauben zu sehen. Ja. Und es sieht irgendwie, finde ich, immer so unprofessionell aus. Und deshalb ist es voll geil, wenn man von hinten einfach durchschrauben kann. Dann du darfst gleich ran. Ich darf sägen? Ja, natürlich. Okay. Wir machen unsere Schlüssel an Holzperlen und können die dann so in das untere Brett reinschieben. Wir haben ja die Holzperlen hier, die sind ja nicht so groß. Und dann gehen wir vom Rand 2 cm rein. Und dann mit 3,5 cm Abständen. Ja. Und dann 2,5. Ja. Dann haben wir 4. Und können wir eigentlich noch einen fünften machen? Ja. Jetzt kommt Handsäge. Mein Lieblingstool. Ach so. Winkel. Ich liebe diesen. Ein Winkel ist so geil und so einfach, weil du hältst ihn einfach so hin und ziehst halt dann einfach einen geraden Strich rein. Ja, das sind dann die Tricks, die mir fehlen. Da mache ich dann immer mit dem Geodreieck rum und dann. Ja, und das Geile ist halt, dass du den hier so anlegen kannst und dann kann halt nichts schief gehen. So oder tiefer? So finde ich es gut, oder? Du darfst. Mit der Handsäge? Nee, ich weiß nicht. Also man kann es natürlich mit der Handsäge machen. Aber ich würde jetzt schon die Stichsäge nehmen, wenn man wenn schon wir eine da hat. Haben, ja. Aber wie gesagt, das funktioniert auch alles mit einer Handsäge. Auch diesen Schnitt kann man mit der Handsäge machen. Ich würde sagen, wir machen einen Sägeschnitt links vom Strich und einen rechts vom Strich. Okay. Ja? Willst du das mal machen, so akkurat? Wie du magst, soll ich? Zeig mal, ja. Magst du? Sieht gut aus. Also ich habe jetzt 3 Stück gemacht, weil ich einfach ein bisschen breiter. Zwei sind doch vielleicht ein bisschen zu schmal. Ich würde es noch ein bisschen breiter machen. Man merkt doch, es ist einfach mehr Übung.
Ja, optimal, oder? Bisschen noch. Ja, ja, man sieht hier vorne schon, dass ich hier immer dran rutsche. Ah, nicht schlimm. Jetzt wird es immer schiefer. Ich glaube, wir fallen lieber. Ich habe hier einfach so eine, das ist, glaube ich, eigentlich eine Eisenpfeile. Also eigentlich sollte man es nicht machen, aber ich, aber ja, ist völlig egal, oder? Auch als Holzpfeile. Aber das passt jetzt hier natürlich perfekt. Genau. Und dann muss man einfach die Kanten innen drin so ein bisschen bricht und sauber macht. Das Coole ist auch, die Pfeile hat hier auch Riffelung quasi, dass du damit auch hinten quasi die Kante feilen kannst. Wir haben übrigens auf Alex' Kanal ganz was anderes gemacht. Und zwar haben wir Makramee-Vasenstrümpfe geknotet. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei, wir verlinken euch das Video. War auf jeden Fall witzig. War das erste Mal für mich, dass ich sowas mache. Ja. Genau. Aber cool, hat Spaß gemacht. Ja, sind sehr schön geworden, also guckt da unbedingt vorbei. Jetzt ran an den Schleifer. Du darfst. Du darfst, du hast sogar so ein geiles Ding, was das absaugt, ne? Ja, sonst ist es eine Katastrophe. Sollen wir da noch so reingehen? Vor allem das Ungleichmäßige sieht man eigentlich auch fast nicht mehr dann, ne? Wir haben es vorne so ein bisschen angeschrägt, damit man, wenn man den Schlüssel dann so reinschiebt, dass man da nicht rumfriebeln muss, sondern dass man da einfach gut reinkommt direkt. Ja. Und so abgeschliffene Ecken verpfuschen dann immer irgendwie so ein bisschen, wenn es nicht ganz so gerade ist. Also es ist mega praktisch, wenn man es einfach abschleift, dann sieht es gleich schon mal viel besser aus. Also jetzt sieht es auf jeden Fall richtig cool aus, wie so kleine Bauklötzchen. Ich auch. So ungefähr? Ja. Machen wir 7 cm. Okay. Und ich bin meistens super faul und deshalb stelle ich das immer einfach so hin dann, wenn ich irgendwas bohren muss und zeichne das dann hier so ungefähr an und hier so ungefähr. Jetzt weiß ich, wo ich dann bohren muss quasi. Hier war was drunter. Oh, ist nicht schlimm, wenn du einen Tisch bohrst. Okay, dann können wir ja direkt schrauben. Jetzt kommen, nee. Okay. Mein absolutes Lieblingstool. Ansenker. Ja. Das ist natürlich schön. Das nutzen wir. Das finde ich so ein geiles Teil, dieser Ansenker. Ja, wie weit bohre ich damit jetzt? Einfach ganz egal, einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen rein. Okay. Genau. Ja, so ist gut. So ist perfekt. Das ist doch gut. Was ich jetzt oftmals noch mache, um auch den Pfusch zu beheben, ist dadurch, dass das Holz nicht genau gerade ist, dann schleife ich meistens nochmal drüber, damit die Kante einfach gerade ist. Wir haben noch so eine coole Klammer hier aufgetan und haben gedacht, das ist vielleicht noch ganz gut für so Einkaufszettel oder sowas. Oder einfach was Hübsches, ne? Irgendwie, oder eine Postkarte oder sowas. Ja. Lieblingspostkarte. Das ist nämlich das Praktische, die haben schon so Löcher, diese Klammern. Und kommst du da mit dem Akkuschrauber rein? Ja, ich würde so ein bisschen so schräg von hinten machen quasi. Jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, in was für einem Abstand wir dieses Gitter da hinmachen, gell? Ja. Breite. Also wir haben gesagt, wir bohren einfach rein und tackern es hinten fest. Entweder wir tackern es oder wir fädeln es halt immer durch. Genau, aber dann brauchen wir auch gar nicht so weit runter, oder? Man könnte ganz gut auch ja, die Löcher einfach gleichmäßig, dann kann man es nämlich entweder zickzack einspannen oder man genau. Macht es irgendwann mal einfach so mit geraden genau, Linien. Genau, genau. Dann kann man gucken, was einem besser gefällt. Jetzt haben wir gesagt, hier und hier. Und dann, alle zickzack runter. 3-4 cm, oder? Finde ich richtig unpraktisch, gell, bei diesen Meterstäben, dass die immer diesen
Zwischendinger da haben. Aber das klappt ja eigentlich mit dem Winkel, oder? Der hat da auch. Ja, oder? Aber ich weiß nicht, dem traue ich irgendwie. Was Maßeinheiten angeht, traue ich diesem Winkel nicht so richtig. Wieso das denn? Ich weiß nicht. Ich nehme immer lieber den Meter. Der legt ja auch noch flacher auf. Das ist ja eigentlich noch praktischer, also ein bisschen noch genauer. Ja, eigentlich hast du da vollkommen recht. Aber praktisch hat man manchmal. Okay, dann schleifen wir nochmal. Genau, jetzt will ich einfach nochmal. Ich mache das voll oft so, dass ich anzeichne und dann alles wieder wegschleife. Ja, das sind die Profi-Tipps. Oder die Profi-Tipps. Sehr schön. Ich würde jetzt oben eins gerade und dann so runter immer. Und dann praktisch. Aber dann sind wir einmal hinten lang, einmal vorne wieder, oder? Jetzt kommt der eins, das müssen wir hinten befestigen quasi. Richtig? Ja. Gut, ich würde jetzt hier wieder rauskommen. Also ich würde mit dem hier wieder raus. Ah, ja. Dann haben wir nämlich den ersten Zickzack so. So. Geil. Und dann hier wieder raus. Ja, warte, dann geben wir dem noch ein bisschen. Und dann können wir das eigentlich auch ganz gut nochmal befestigen. Oh, was? Da komme ich nicht durch. Nicht? So. Sehr gut. Und jetzt hier wieder rein. Mhm. Voll gut. Bei mir hat es nicht Klick gemacht, wie du es jetzt machen möchtest, aber das ist richtig ist schlau. Wie ein Weihnachtsbaum. Mal so Weihnachtsbäume gestickt. Auch so ein Zickzack. Bloß nicht durchflutschen. Nee. Wieder zurück. Ich muss sagen, ich behalte es leider hier. Passt gut dahin, finde ich. Ne? Vielleicht muss ich es auch mal noch nachbauen. Wir haben noch so lustige Hänger. Jetzt muss hier nur eine Schnur durch und die Schlüssel an dem Ring dran. Mal so richtig. Ah ja? Sehr cool. Ja, ich bin zufrieden. Sehr schön. Ist cool geworden. Man könnte auch, finde ich, was ich voll gern mag bei diesem Holz, wenn man hier zum Beispiel so schräg das untere alles weiß lackiert oder sowas oder schwarz. Ich finde, das sieht immer richtig cool aus, wenn so eine oder so ein Eck oder was weiß ich. Oder ja, man könnte es auch insgesamt auch gesamt einfach weiß lackieren, dann hat man es halt wesentlich eleganter so oder schlichter. Voll. Aber ich finde es ganz gut mit der Holzoptik. Ich finde es super cool geworden. Vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Ich finde es auch richtig cool. Danke, dass ich hier sein durfte und mit dir mal so ein bisschen werkeln und schleifen und so. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, guckt unbedingt bei Alex vorbei. Wir verlinken den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Ciao! Tschüss!